In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Snapchat-Nutzer blockieren kannst, aber auch wie du bei Snapchat blockierte Personen freigeben kannst. Dafür gehen wir einfach direkt in die Snapchat-App, klicken einmal oben links auf unser Profil und anschließend scrollen wir ein kleines Stück nach unten und klicken auf Meine Freunde. Wir wollen jetzt Max Mustermann blockieren, halten also einmal den Namen gedrückt, klicken auf den Punkt Mehr und können anschließend hier oben auf Blockieren klicken. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal bestätigen. Jetzt ist diese Person blockiert und befindet sich nicht mehr in deiner Freundesliste. Wir gehen wieder zurück, klicken oben rechts auf Einstellungen, scrollen bis nach unten und klicken auf den Punkt Blockiert. Hier finden wir jetzt Max Mustermann wieder. Wir können jetzt auf das X klicken, um die blockierte Person wieder freizugeben. Du siehst jetzt, du hast in deiner blockierten Liste keine Person mehr. Max Mustermann befindet sich jetzt im Anschluss wieder bei dir in der Freundesliste und du kannst ihn wie gewohnt wieder Snaps schicken. Wichtig ist, wenn du eine Person blockierst, sie bekommt keine Meldung, dass du diese Person blockiert hast, beziehungsweise dass du die blockierte Person wieder freigegeben hast. Also das Ganze ist natürlich absolut anonym und man kann nicht nachvollziehen, dass du diesen Nutzer bei Snapchat blockiert hast. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst.